Leute, weiter geht's bei God of War. Freya ist dabei, aber das Vertrauen zu ihr ist nicht so groß und das ist beidseitig. Okay, sehen wir uns hier mal um. Wow. Große Vögel. Da war ein Steinbock oder sowas. Warte doch mal. Da, Rehe. Oder sowas. Das sieht hier wirklich sehr schick aus. Hey, wie wär's mit einem Rätsel zur Aufheiterung? Was läuft ohne Beine? Leicht, eine Nase. Da muss schon mehr kommen, Brock. Wart's nur ab, Schlaukopf. Das war ja ein bisschen witzig, Brock. Da haben wir noch mehr... Oh. Läuft doch nicht an einem vorbei, meine Freunde. Gib mir das. Hacksilber. Nett. Jawohl, da lang, dann gehe ich da lang scheinbar. Oder wo lang sollen wir? Hier gibt es viel zu sehen. Und hier solche Odinsaugen zu finden, das wird auch ein Hauptspaß. Oh, was haben wir denn da? Lass mich das erstmal... Warum nicht niederbrennen? Dafür brauchen wir wohl mehr Magie, als wir haben. Aha. Warum geht das auf einmal nicht mehr? Das ist ein bisschen fraglich. Hier noch was? Komm schon, suchen wir nach einem Weg. Ja, nerv nicht rum hier. Muss mir alles ansehen. Was ist das da? Sieht's aus, als würde es brennen oder so. Tut es denn aber nicht. Ich glaube, dann haben wir ungefähr alles gesehen. Okay, gehen wir weiter. Aber gib mir meine Axt. Hier durch. Oh nein. Etwas stimmt nicht. Mein Zauber. Er entgleitet mir. Ja, das ist eben Fimbulwinter. Du verstehst nicht. Ich werde aus der Welt gerissen. Was kann man tun? Etwas, das ich vermeiden wollte. Was? Ich habe wohl keine Wahl. Was tust du? Falki! Oh, sie wird zu einem Tier. Na dann los. Du konntest die ganze Zeit über Odins Fluch umgehen. Nein. Ich entdeckte es, als ihr das Weltenreisen ermöglicht hattet. Und es löst nur sehr wenig. Diese Gestalt ist äußerst einschränkend. Das ist eben Fimbulwinter. Lass es. Ja, lass es. Na schön. Das ist eben Fimbulwinter. Lass es. Ja. Ja gut, so viel zu... Wird Freya uns helfen zu kämpfen? Dann vermutlich eher nicht. Was machst du da? Das ist ein Tor. Kriegen wir das auf? Scheinbar. Freya, kommst du mit? Ja. Was sitzt da oben? Ich kann nicht drauf schießen, schade. Das sieht nicht vertrauenswürdig aus. Jetzt, weil ich drauf ziele, kann ich nicht werfen. Schade. Was ist das? Pass auf, wo du hintrittst. Die Pflanzen sind bei dieser Feuchtigkeit sehr aggressiv. Aha. Kann ich es einfrieren oder was? Pass auf. Oh. Oder so. Oder so. Okay, Freya fliegt nach rechts, dann schaue ich mich mal links um. Ich habe mich gesehen. Immer alle Gefahren ausschalten. Ich kenne diesen Markt. Die Dörfer handelten und tauschten hier. Warum wurde er nie wieder aufgebaut? Ein Markt? Ich bin noch nicht so weit, Freya, ja? Was? Ach so, böse Blume. Verzeihung? Nicht mal eine Blume treffe ich. Das ist ziemlich schwach. Und da könnte ich durch. Will ich aber nicht. Was? Ich höre was. Was haben wir denn da? Was denn? Ihr? Na, irgendwas halt. Dann habe ich da was. Hacksilber. Was? Und Brock kann auch angreifen. Sehr cool. Ich glaube, die Gegner können nichts. Und die Gegner können nichts.
So gar nichts. Moment. Legion. Okay, Gift. Nicht gut. Aber ja, sind ziemlich schnell down. Na, wenn das nicht das Blut in Wallung bringt. Hab ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Ja, ne? Das hier kann ich bestimmt öffnen. Wenn ich von oben runterspringe. Ist nur die Frage, von wo ich hochklettern. Das war knapp. Oh, ich bin vergiftet. Das waren die Sporen dieser scheiß Pflanze. Junge, du lässt kein Fitzelchen Beute liegen, oder? Doch, leider schon. Ich finde leider nicht alles. Ich frage mich, wo alle nur geblieben sind. Sie haben sich wohl zurückgezogen. Sich in der Wildnis versteckt und ihre Spuren mit Magie verborgen. Wer weiß, wie viele es noch sind und wie man sie erreicht. Hier haben die Asen ganz schön auf den Putz gehauen, was? Du kannst dich bei Mimir bedanken. Ein Krieg mit den Warnen war nie meine Idee. Meine Idee war es, die Ehe zu vermitteln, um ihn zu beenden. Und wie erfolgreich das war. Der Friede war wohl genauso katastrophal wie die Ehe. Hat er erneut angegriffen, sobald ich verbannt war? Freya, wenn du so weit weg bist, dann kann ich dich leider nicht hören, ja. Das war Skill. Oh, gib mir das auf jeden Fall. Kann ich da drüber vorbeigehen? Sieht für mich gerade so aus. Ein Markt, hm? Sie haben auf jeden Fall jede Menge Sachen dagelassen. Wäre zu schade, wenn sie verkommen. Auf jeden Fall, ja. Ist alles so verwinkelt, aber ich kann dann doch nicht viele Wege gehen. Ha. Schön, na schön, na schön. Da liegt noch was. Dann ist da oben noch was drin. Kann ich darüber zu Freya? Moment. Ja. Oh, hier. Okay. Komponenten. Hier kann ich eine Abkürzung machen, immer gut. Was ist das da? Ach so, hier ist ein Viech, da komme ich nicht rüber scheinbar. Nee. Aber da. Da leuchtet noch was Blaues, nehme ich auch mit. Gib mir das. Da oben sitzt Freya. Da habe ich solche Blumen. Habe ich eine Axt wieder liegen gelassen. Das kaputt? Das scheint der richtige Weg zu sein. Ich glaube, du hast Beute übersehen, falls du dich doch nochmal umsehen willst. Weißt du, was ich übersehen habe? Das habe ich heruntergeschmissen. Aber wo war das denn? Shit. Das war doch ungefähr hier. Der Kobold sitzt in der Luft. Will ich ja nur mal gesagt haben. Ja, Brock, wo ist denn meine Beute hin? Moment. Ah, da. Oh, und vielleicht kann ich jetzt auch... Ah, sieh eine an. Nax. Okay, nur so ein kleines Geheimnis, aber... Also, welches ist dein Lieblingsgedicht von Quasir? Warum sollte ich eins auswählen? Ja, warum sollte ich das? Okay, schön. Gut, haben wir das auch mitgenommen. Und dann würde ich gerne wieder hochklettern. Ah, da. Okay, ich glaube, wir haben so ziemlich alles mitgenommen. Brock, kommst du? Ich glaube, hier geht's lang. Dann haben wir gutes Zeugs mitgenommen. Freya, ich komme. Warte mal. Du bist keine böse Blume, nein. Aber da links gibt es noch eine rote Truhe. Wie komme ich da ran? Von hier auf jeden Fall nicht, oder? Nee, eher von der anderen Seite. Freya, hast du Gegner gesehen? Hast du Gegner gesehen? Nein? Okay.
Danke, Freya, für nichts. Danke für gar nichts. Los, Brock, mach was. Oh. Ach, Blume. Keine Sorge, Brock. Ich helfe dir. Die ist zum Glück noch schwach. Verschwinde! Verschwinde, verdammt nochmal! Ich weiß nicht, worauf du wartest. Wieder hier zu sein, lässt mich an deine Hochzeit zurückdenken. Feine Leute und gutes Fleisch. Ach ja. Aber hat nicht auch dein Bruder eine schreckliche Szene gemacht? Warum erwähnst du ihn immer? Mein Bruder geht dich überhaupt nichts an. Hast du das verstanden? Oh, ich verstehe schon. Naja, streite dir nur weiter. Ich hol mir mittlerweile hier die Kiste. Das sind coole Gegner, aber sie halten zum Glück nicht viel aus. So, ist jetzt hier meine Kiste. Hier ist meine Kiste. Perfekt. Kriegen wir so einen Rabe? So viel Grünzeug, das wäre schwierig, den zu erkennen. Naja, nehmen wir das mit. Okay. Schöne Materialien. Käfer. Hallo Käfer. Und weiter. Ja, diese Gegner waren ein bisschen gemein. Und Freya hat uns eigentlich null gewarnt. Sie hat die Viecher bestimmt schon entdeckt gehabt. Aber nein, sie will uns ja tot sehen. Ist ja gut. Brock, wo bist du? Da oben ist auf jeden Fall Freya. Gibt es hier noch irgendwo was? Ja, nein. Das sah nur so aus. Gut, da ist das eine Höhle. Theoretisch ja, aber nein. Dann haben wir nur noch einen Weg, den wir gehen können, und das ist da weiter. Freya, alles klar? Wir sind Partner aktuell, ja? Brock, geh mal nachschauen. Keine Gegner in Sicht. Auch keine leuchtenden Vögel in Sicht. Ich vertraue der Sache nicht. Böse Blume. Je weiter wir gehen, desto gefährlicher werden die Pflanzen. Pass gut auf, Zwerg. Nur der Zwerg, nicht ich. Hör zu, ich weiß, wie schlimm es unter den eigenen Verwandten werden kann. Sindri und ich waren so lange zerstritten, dass es sich anfühlte, als hätte ich gar keinen Bruder. Das geht auch ein bisschen auf meine Kappe, weil ich abgehauen bin. Aber trotzdem habe ich ihm immer die meiste Schuld gegeben. Kommt dir das schon irgendwie vertraut vor? Und was willst du damit sagen? Was ich sagen will. Am Ende hatte das alles gar keine Bedeutung. Sobald wir uns wieder versöhnt hatten, fühlte es sich an, als wäre kein Augenblick vergangen. Er war sofort wieder seine riesige Nervensäge wie zuvor. So sind Geschwister. Sie sind einem so nah, dass sie einen in den Wahnsinn treiben. Und warum glaubst du mir, das alles jetzt erzählen zu müssen? Ich will gerade meine Freiheit. Und ich lasse mich nicht ablenken. Hör zu. Was ich damit sagen will, ist, dass, wenn du doch mal mit deinem Bruder sprichst, die schlimmsten Worte, die zwischen euch gefallen sein mögen, nicht unbedingt auch die letzten gewesen sein müssen. Es reicht. Wenn der Tag kommt, Freya wieder entgegenzutreten, wird das auf meinen eigenen Füßen und in Freiheit passieren, klar? Und nicht, während ich in dieser absurden Situation bin. Ah, da spricht der Stolz, das verstehe ich. Ich hoffe, du besinnst dich schneller, als ich es tat. Das war wirklich berührend. Leck mich. Leck dich. Hörst du mal auf zu streiten, Mensch, ihr geht mir auf den Sack. Was ist das da oben für ein Teil? Oh Moment, das kann ich doch bestimmen. Ja, sehr schön. Denn da ist eine Truhe, ich habe sie bereits gesehen. Okay, wir brauchen einen C, einen R und einen N. Okay, was ist das da? C. Nehme ich. Dann haben wir das da.
Treffen, Kratos. Das nicht. Das nehme ich. Gibt's noch irgendwo ein... Allzu weit weg dürfte sie eigentlich nicht sein, oder? Theoretisch. Oh, diese verkackte Blume. Weg. Ach Gott, Kratos. Brock, komm da weg. Warum freust du dich? Was macht er da? Er repariert sich selber. Er hat sich gerade selbst repariert, oder? Idiot. Haut sich auf den Kopf, um sich selbst zu reparieren. Hat noch irgendjemand so ein Teil gesehen irgendwo? Hier hinten vielleicht? Nee, das ist nur eine Kiste. Aber das kriege ich ja nicht weg. Doch. Naja, nehme ich. Vielleicht ist das Ding auch hier hinten versteckt. Ist alles möglich. Was hat Odin getan, um alle zu vertreiben? Welche Waffen hat er sich von den Zwergen bauen lassen? Wie viel war nur Mjölnir? Kann ein Mann so viel Schaden anrichten? Hängt von der Waffe ab. Und vom Kämpfer. Ja. Ich sehe kein drittes Teil. Das irritiert mich ein bisschen. Ich sehe meistens zwei Stück ohne Probleme und dann ein drittes? Sehe ich dann nicht. Ha. Wo könnte das sein? Ich brauche bestimmt irgendwo einen speziellen Blickwinkel, damit ich sie überhaupt erkennen kann. Aber gerade? Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht 50 Jahre hier was suchen. Ehrlich gesagt. Aber scheinbar muss ich das. Seht ihr was? Ja! Tatsache! Wie fies versteckt ist das denn? Aber... Da komme ich aber nicht ran. Sagst du was, Brock? Nein. Ja, verdammt. Muss irgendwie da hochkommen. Aber wie? Ich kann nirgendwo hochklettern. Nee. Oh, hier. Und nun? Oh, brennt das ganze Zeugs ab. Oh, das ist super. Was brauchen wir noch? Das? Nein. Ich glaube, das brauchen wir. So, doch noch geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber hey. Nehmen wir mit. Was kriegen wir? Irgendwas Cooles, komm. Oh. Methorn. Okay, brauche ich noch ein bisschen mehr, aber... Nehme ich gerne. Was hast du gefunden? Klingt wertvoll. Das gehört mir, klar. Okay, gut, ich würde sagen, das war nicht schlecht. Für heute war es das mit God of War. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut oder besser. Tschüss!